So, herzlich willkommen zu einem neuen LS22 erklärt Video. Im heutigen Video möchte ich mit euch über das Thema passives Einkommen auf eurem Hof reden. Denn im Standardspiel gibt es verschiedene Möglichkeiten, um passiv Geld zu verdienen. Das heißt, Geld auf eurem Hof zu erwirtschaften, indem ihr nichts anderes dafür tun müsst. Dazu gibt es verschiedene Sachen. Wir gehen jetzt einfach mal ins P-Menü, gehen auf Bauen, gehen auf Gebäude unter Hallen. Da habt ihr die verschiedenen Standardhallen, was es so gibt im Standardspiel. Und da habt ihr zum Beispiel hier die Halle für Lohnunternehmer. Die haben ein Solardach drauf. Für dieses Solardach bekommt ihr 60 Euro in der Stunde. Ihr seht es auch hier nochmal, ich platziere es auch gleich mal. Dieses Solardach ist nicht nur optisch, es bringt euch auch was auf eurem Hof. Wie gesagt, hier 60 Euro in der Stunde. Ist aber nicht die einzige. Ihr habt noch einen Unterstand mit Solardach, hier so einen kleinen. Den können wir auch nochmal platzieren. Der bringt euch 20 Euro in der Stunde. Dann haben wir es bei den Hallen, gibt es glaube ich nichts mehr, nein. Aber es gibt noch eine weitere Option, indem ihr hier unter Produktion geht, habt ihr den Reiter Generatoren. In diesem ist es so, wenn ihr einen kleinen Hof habt, ihr habt ein paar Flächen und möchtet einfach mal ein bisschen so Solarplatten anbringen. Ich platziere jetzt einfach mal die kleine, wir schauen sie uns dann auch gleich mal von nahen an. Davon könnt ihr auch mehrere platzieren, aber eine dieser Solarplatten hier bringt euch 16 Euro in der Stunde. Wenn ihr ein Feld übrig habt, wo ihr vielleicht ein bisschen Platz habt und wollt ein kleines Solarfeld aufbauen, ist diese große Solaranlage, die bringt euch 33 Euro in der Stunde. Und so wie es ausschaut, die drehen sich auch mit. Ja, ihr seht, wenn wir sie platzieren, sie drehen sich immer der Sonne entgegen, sind also auch animiert. Finde ich persönlich schon mal richtig genial. Ihr habt aber noch mehr Möglichkeiten. Ihr könnt quasi auch mit Windenergie ein bisschen Geld verdienen, indem ihr ein kleines Windkraftwerk baut. In dem Fall haben wir hier das kleine. Das bringt euch 82 Euro in der Stunde. Dann gibt es hier, also das ist bloß eine kleine Windkraftanlage. Dann haben wir ein kleines Windrad, was 162 Euro in der Stunde bringt. Aber ihr seht schon, dieses kleine Windrad ist schon ein bisschen größer. Und ist natürlich auch voll animiert. Und wem das immer noch nicht reicht und er das Maximum rausholen möchte, kann ein großes Windrad bauen, was euch 325 Euro in der Stunde bringt. Kostet allerdings auch im Vergleich 750.000. Und ist schon ein Riesenklopper, wenn man das anschaut. Und ich sag mal so, es lohnt sich nur für die Leute, die halt wirklich das Geld übrig haben, nicht wissen, wo sie es investieren sollen und trotzdem damit was verdienen möchten. Die können sich diese Sachen kaufen. Ich sag, am lukrativsten sind eigentlich die Hallen. Wenn ihr sowieso eine Halle braucht, dann könnt ihr gerade eine mit Solardach bauen und habt dadurch Nebeneinkommen. Bei den anderen Sachen hier natürlich diese Solarplatten und Windkraftanlagen sind schon ein bisschen teurer. Ihr seht, die kleine Platte kostet euch 46.500. Also bis sich das rechnet, müssen einige Stunden vergehen. Genau das gleiche eben beim großen Solaranlage, kostet 93.500. Aber die zwei Sachen gehen ja noch. Wenn man jetzt hier guckt, Windkraftanlage 187.500. Oder das kleine Windrad schon mit 375.000 und das große mit 750.000. Also wirklich an die Leute, die passiv an ihrem Hof Geld verdienen wollen und Geld übrig haben, können diese Sachen gerne nutzen. Ich weiß nicht, ob jeder von euch das schon wusste, aber ich dachte mir, ich mache mal ein kleines Video darüber, wie ihr auch passiv Geld verdienen könnt. Und wie gesagt, es ist alles animiert. Ich finde, das sieht auch sehr schön aus, wenn man hier guckt. So eine kleine Solarplatte kriegt man nicht überall unter, muss man sagen.
Hier, wenn man mal so ein Feld übrig hat, kann man da auch mal zwei, drei hinstellen. Und wie gesagt, diese Platten hier gehen mit der Sonne. Oder auch hier diese schönen Windkraftanlagen. Die drehen sich natürlich dann oben auch. So wie der Wind geht, drehen sich dann auch die Windkraftanlagen. Ist für mich, finde ich, ein schönes Gimmick. Und ich wollte euch das Ganze nicht vorenthalten. Ich hoffe, die Info hat euch weitergebracht. Es hat euch Spaß gemacht, mir zuzuschauen. War nur ein kleines, feines Infovideo dazu. Aber ich dachte, es weiß nicht jeder. Deswegen schauen wir mal gemeinsam rein. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen da. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.